Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Zurück hier in der Volksrepublik Wallonien, zurück in Potsdam, das wieder ein Stück lebendiger geworden ist. Denn Potsdam Süd, die andere Seite hier des Sees, ist ja jetzt bewohnt. Viele, viele Einwohner leben hier schon. Es werden noch einige hinzukommen. Ein paar Dinge sind mir im Nachhinein noch aufgefallen. Als erstes, hier Geheimpolizei, haben wir keine Loyalität eingestellt. Sollten wir auf jeden Fall 80% oder so machen. Und wir brauchen natürlich dementsprechend auch Fahrzeuge. Und hier würde ich sagen, machen wir einfach mal so eine ganz wilde Mischung, um alle möglichen unauffälligen Fahrzeuge anzubieten. Natürlich auch ein paar Trabis müssen dabei sein. Ja, was heißt unauffällig? Ich meinte, wenn in der ganzen Republik eigentlich nur Wartburgs rumfahren oder Wartenburgs, dann ist das natürlich jetzt nicht besonders unauffällig, aber egal. Es gibt ein Elektrizitätsproblem auf dem Gipfel der Freundschaft. Kann ich mir kaum erklären. Das Gebäude hat keinen Strom. Hä? Wie kann das denn möglich sein? Wo beziehst du denn normalerweise einen Strom? Ach so, es brennt mal wieder. Okay. Ein Hubschrauber ist hoffentlich gleich da. Ansonsten wird es knapp. Ja, wir hören ihn schon. Wir sehen ihn auch schon. Wird rechtzeitig kommen. Den Löschvorgang können wir uns eigentlich auch mal angucken. Haben lange nicht mehr gesehen, wie jetzt schön das Wasser. Er hätte auch ein bisschen tiefer fliegen können. Aber das reicht dafür hervorragend. Beim Thema Löschhubschrauber fällt mir was ein. Wir können hier in Neulandenburg noch einen weiteren Auftrag vergeben und ein weiterer Hubschrauber ist hier auch schon fertig produziert. Und zwar brauchen wir auch noch einen Löschhubschrauber für die zweite Feuerwehr in Potsdam. Und den Helikopter, den können wir jetzt direkt auch nach Potsdam überführen. Hervorragend. Also bitte hier Arbeitsplatz wechseln, bitte hier hinfliegen. So. Irgendwas war hier doch noch, was mir aufgefallen ist. Ach so, wir wollten hier am Krankenhaus unbedingt hier noch den Müll ein bisschen verändern. Wir brauchen definitiv mehr Sondermüllcontainer. Ich würde sagen 3. Sieht man von hier, welcher Müll hier noch erreicht wird? Müllplätze. Einer dort und einer dort. Das sind also 3 Müllplätze, die davon betroffen sind. Biomüll schon voll? Was ist denn hier los? Okay. So, warum kann ich das hier gerade nicht verändern? Normalerweise wird doch, wenn ich hier auf mehr klicke, das weggenommen von den gemischten Containern. Aber ich kann hier keine gemischten. Sind die auch voll? Okay. Kann das wahr sein? Warte mal, hier ist der gemischte Müll nicht voll. Das ist doch aber nicht das Zeichen. Warte mal, wie sehen. Doch, das Ding ist voll, ja, tatsächlich. Okay, das ist ein schlechtes Zeichen, wenn schon jetzt die Mülltonnen voll sind und wir damit nicht zurechtkommen. Warte mal, ich will aber das hier erstmal beenden, gedanklich. Also da unten kommt ihr nicht hin. Hier kommt ihr noch hin, da haben wir noch gar nichts drauf. Kopieren wir das mal rüber. Und machen jetzt noch ein paar Sondermülle rein. Und dass der Müll nicht nachkommt. Ja, ich bin mir sicher, dass wir hinten hier natürlich nochmal irgendwo Müll geplant haben. Es kann natürlich sein, dass dadurch, dass das jetzt noch nicht fertig gebaut ist
und fragt mich mal, wo jetzt genau Mülldienstleistungen noch hier geplant waren. Polizeirevier, noch eine Geheimpolizei. Mülltrennung findet hier statt. Ja, das ist natürlich eine Sache. Da ist nochmal Winterdienst geplant. Müllabfuhr 3. Okay, lass mal kurz das Overlay anzeigen. Das ist natürlich ein Problem, weil wir das ganze Thema Müllverarbeitung für Potsdam... Oh Gott, da nutzen wir, glaube ich, Wartenburg oder so. Und das ist ja ein Problem. Das habe ich ja überhaupt nicht bedacht. Technische Dienste, ne? Das müssen wir uns kurz mal anzeigen lassen. Das ist ja wirklich ein Dilemma. Wir haben Müllabfuhr 1 im Moment. Und Winterdienst 1. Wir haben hier Müllabfuhr 2 und Winterdienst 2 dort in der Ecke. Und da kommt Nummer 3. Ich würde sagen, grundsätzlich ist das ausreichend, aber natürlich jetzt im Moment überhaupt nicht wahrscheinlich. Die Müllabfuhr komplett überfordert. Vor allem... weil wir das im Moment alles nach Wartenburg bringen und das natürlich ewig, ewig dauert. Okay, wie lösen wir das Dilemma? Was haben wir hier eigentlich? Ein VZ, das nicht... Okay, passt auf. Wir brauchen irgendwie übergangsweise noch eine andere Müllabfuhr. Die werden wir auch hier hinbauen und dann mit höchster Priorität. Okay. Ja, das ist aber... höchster Priorität jetzt hier bedienen. Das ist ein großer technischer Dienst, den werden wir hier noch platzieren, ja. So, dann würde ich mal sagen, hohe Priorität, dass ihr das sehr, sehr schnell macht. Dann werden wir das hier Müllabfuhr Potsdam 4 nennen. Und dann hoffe ich mal, dass wir dadurch ein bisschen, okay, wir haben immer die Zahl zuerst gemacht, dass wir da ein bisschen Druck rausnehmen. Aber schwierig wird es trotzdem. Ich bin ein bisschen natürlich ungeduldig jetzt hier gewesen. Aber das heißt ungeduldig. Wir haben halt so schön viel schon aufgebaut, dass ich natürlich den Bezug hier organisieren sollte. Aber die Bürger werden es nicht leicht haben. Ich meine, hier ist es okay. Aber hier fällt schon mal offenbar sehr, sehr viel an. Naja. So, gut. Hier haben wir ein paar Dienstfahrzeuge gestellt. Das läuft hier, das läuft auch. Warum habe ich einen Feuerwehrhubschrauber in Auftrag gegeben? Weil wir hier eine Feuerwache dann auch noch haben, die wir bestücken sollten. Das ist aber dann noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Es gibt noch eine recht gravierende Angelegenheit und die betrifft das Heizungssystem. Und zwar haben wir hier die Heizung gesehen, aber wir sehen geschätzte Warmwasserentnahme 177%. Das ist ein großes Problem. Hier hinten haben wir zwar auch einen Wärmetauscher, da sind wir bei 63%, aber... es ist ganz offensichtlich so, dass gerade hier in dem Bereich unheimlich viel passiert, was im Moment nicht noch abgefangen wird durch einen anderen Wärmetauscher. Ich glaube, irgendeinen haben wir hier hinten noch geplant, ja, der ist auch schon fertig. Aber das reicht nicht als Entlastung, der ist bei 18%. Wir brauchen offensichtlich noch einen weiteren Wärmetauscher und zwar möglichst schnell, um diesen hier zu entlasten. Und ich bin am Überlegen, wo wir den platzieren. Wartet mal, von dort gehen wir dahin. Wo kriegst du deine Heizung her? Von dort. Du bist bei 74%. Das ist okay. Wo kriegst du deine Heizung her? Von dort. Du bist bei 38%. Komisch, dass der so krass belastet ist, ne? Also was man machen könnte, man könnte ihn vielleicht hier platzieren, das würde gehen. Oder man könnte ihn hier platzieren.
Ich denke, wir werden die maximale Entlastung erhalten. Also die beste, wenn wir ihn hier platzieren, würde ich sagen. Insofern... Ups, was passiert jetzt gerade? Ne, alles gut. Insofern lasst uns das Ding jetzt hier bauen. Und auch das hat dann echte Priorität. Weil wir müssen natürlich die unterirdischen Leitungsarbeiten noch erledigen bis zum Winter. Das könnte schon sauknapp werden. Wir haben aber, glaube ich, hier noch Platz, wenn ich das richtig sehe. Können wir hier direkt rangehen? Ne, wir müssen, glaube ich, erstmal wieder raus. Ja, versuchen wir erstmal die Außenleitung so wieder hier runter zu ziehen irgendwie. Dass wir von hier aus dann unterirdisch gehen können. Ja, das geht. Jetzt muss ich nur noch den Ort finden. Das geht auch sehr problemlos. Okay, knüpfen wir uns da an. Und geben das in Auftrag. Und beides braucht ebenfalls hohe Priorität. Hier genauso. Hohe Priorität. So, die Bauunion haben die Aufträge erhalten. Das könnte heikel werden. Im Moment 30 Grad, kein Problem. Aber wir sind schon im September. Wird vielleicht ein kalter Winter für die Leute hier. Gut möglich. Und zumal immer mehr Leute dann hier noch einziehen. Ne? Wir sind hier unten schon krass voll. Wahnsinn. 272, 220. Okay, es ist komplett voll bezogen. Das ging jetzt wirklich schnell. Und wir haben dennoch nur 36 Arbeitslose, weil sie ist gut verteilt. Wie ist das eigentlich jetzt hier zum Beispiel mit diesen Baustellen hier? Naja, wir haben hier auf jeden Fall auch erlaubte Arbeiter außerhalb der Baubüros. Das ist auch in Ordnung, weil das gibt uns jetzt hier für den Bau der Hauptstadt einen richtig guten Schub, würde ich mal sagen. So. Da die zum Beispiel jetzt an einem anderen Heizungssystem hängen, könnte man sich überlegen, ob man die nicht auch schon, den Einzug nicht auch schon ermöglicht. Aber wisst ihr was? Ich muss noch kurz was machen, denn wir müssen unbedingt informiert werden, wenn hier das Ganze fertig ist, damit wir die Müllabfuhr dann dort gleich starten können. Das ist auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und rein zur Beruhigung, finde ich, sollten wir auch halt hohe Priorität, das muss ja auch noch mit Priorität gebaut werden, sollten wir auch noch informiert werden, wenn das fertig ist. Jawohl. Okay, hier scheint es langsam zum Fertigbau zu kommen. Das ist auch gut. Ja, ist es jetzt klug, wenn wir hier weiter Einzüge erlauben? Keine Kinder. Ich meinte, für die Baustellen ist es gut, ne? Ganz offensichtlich, würde ich sagen. Feuerwehr ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir die hier auch schon mal ein bisschen in Betrieb nehmen. Ja, kommt. Wir gestatten den Einzug. Und wir werden dann auch Feuerwehrfahrzeuge hier kaufen. Wobei wir ein bisschen aufpassen, das ist ja eine riesen Feuerwehr. Gut, ich meine, das ist auch die Hauptstadt. 48 Feuerwehrleute ist okay. So, 66 machen wir mal. Aber ich würde jetzt fast ein bisschen reduzieren erstmal. Und dann kommt da noch ein Hubschrauber rein. Was wir natürlich benötigen, ist Treibstoff. Auch dafür, und ich habe hier übrigens noch das Overlay an, das ich mal ausmache. Flüssigkeiten 2 hat noch genug Spielraum, um zu beliefern. Mhm. Und im Übrigen sollten wir auch ganz wichtig informiert werden, wenn hier hinten die Müllabfuhr fertig ist. Und auch hier würde ich sagen, machen wir mal eine hohe Priorität. Ebenso bei den Zufahrtsstraßen dorthin. Ja,
damit wir da hinten wirklich schnell zu Potte kommen. Allerdings wird hier vermutlich auch noch kein Strom sein. Das heißt, auch das muss hier eine hohe Priorität bekommen. Das Umspannwerk dort. So, Baufahrzeuge sind am Fahren. Hervorragend. Wir gucken mal auf die andere Seite. Potsdam Nord-Einkaufszentrum. Da wird auch fleißig gearbeitet. Sehr, sehr schön. Und ich sehe gerade, diese Haltestelle ist fertig. Das ist gut. Das heißt, wir können sie auch anschließen an unser Netz hier, an unsere Linie hier. So, das heißt, nach T-Bus Werkstatt Potsdam Nord. Ne, warte mal. Doch danach muss dahin gefahren werden. Genau. Und danach wieder erstmal dahin. Das müsste eigentlich korrekt sein, oder? Ja. So. Und dann müssen wir uns überlegen. Warte mal, er... Ah, verdammt, er kann da nicht hinfahren. Warum? Hä? Weil hier ein Stück Straße irgendwie falsch verbunden ist? Was ist denn das für ein Quatsch gewesen? Komm, das werden wir jetzt aber so ersetzen. Hä? Ist die Kreuzung keine Trolleybuskreuzung geworden? Hier fehlt ein kleines Stück. Das machen wir jetzt mit Rubel. Keine Ahnung, was das für eine Fehlplanung war. Jetzt geht es aber. Jetzt müsste er den Weg gleich mal finden, oder? Ja, jetzt findet er den Weg. Jetzt ist aber nur die Frage... Warte mal, was hattet ihr hier? Okay, Arbeiter wollen wir jetzt von der Werkstatt... Ich muss die Linie wieder designen. Ah... Verschieben. So. Hier sollen erstmal keine Arbeiter eingeladen werden. In die Richtung ist das unnötig. Schüler und Studenten in die Richtung ist auch unnötig. Passagiere von mir aus, Touristen von mir aus. Okay. Dann kommen wir hier hin. Da können Arbeiter eingeladen werden, da kann alles eingeladen werden. Dann kommen wir wieder hier hin. Und da kann dann auch alles eingeladen werden, ja. So ist es korrekt, meines Erachtens. Gut. Sehr schön. So kommen die dann schon mal zum Einkaufszentrum, wenn sie wollen, weil das Ganze hier noch nicht fertig gebaut ist. Dann werden die hoffentlich auch irgendwann Jobs finden. Wir sehen hier. Arbeiter ohne Job und Bürger konnten kein Essen bekommen. Naja. Die sind alle hier noch ganz, ganz schlecht angeschlossen. Aber das wird sich ändern, wenn das Ding hier fertig ist. Können wir auch nach Fertigstellung mal benachrichtigen. Hier gibt es einen fetten Stau auf der Baustelle. Aber wir sehen auch, dass die Zulieferung hier sehr schön klappt. Dass wir offenbar genug Fahrzeuge hier unterwegs haben, um solche Großbaustellen gut zu beliefern. Hier fehlt jetzt tatsächlich nur Beton noch. Und der wird jetzt konstant geliefert. Schon für die nächsten Phasen. Ja, beziehungsweise ist es noch die aktuelle Phase. 240 Tonnen Beton, Wahnsinn. Ja. Okay, das läuft hier hinten. Oh, ich sehe schon, das Fleischlager ist schon da. Na, dann können wir ja auch hier ja schon was machen. Das ist ja sehr schön. Unser VZHO Fleisch.
kann hier schon loslegen und das Ganze schon mal bedienen. Sehr, sehr gut. Fährt komplett voll hier los. Aber es scheint mit den Trolleybussen jetzt hier ganz gut erstmal zu klappen. Wie sieht es eigentlich hier aus so mit dem Müll? Jetzt sieht es einigermaßen okay aus. Hier kommen sie offenbar ganz gut klar. Aber die sind natürlich hier konstant am Arbeiten. Könnte überlegen, ob man die Absatzcontainer in dieser Phase vielleicht austauscht. Zumindest eins oder zwei. Wir haben, glaube ich, in der ganzen Stadt gar keine Absatzcontainerstellen, weil wir hier überhaupt gar keine Produktion haben. Fällt mir gerade mal auf. Wozu brauchen wir die Absatzcontainer hier? Ich würde sagen, wir nehmen, vielleicht lassen wir einen so übrig. Und dann frage ich mich mal, ist 2000 eigentlich genug? Im Moment nicht, ne? Weil hier, okay, hier könnte schon weitergefahren werden. Wir müssen auch hier auf 3000 gehen, das ist auch schon das nächste Thema. So, und was haben wir hier? Müllabtransport. Ja, dafür brauchen wir Absatzcontainer. Bisher haben wir nur Sondermüll-Zwischenlager und Bio-Wertstoffe-Zwischenlager. Hier. Und das klappt auch. Aber der Rest wird halt noch nach Wartenburg gebracht, ne? Das ist das Thema und das ist so ein bisschen der Nachteil, dass quasi diese ganze Müllentsorgung nahezu als letztes gebaut wird. Ich frage mich allerdings, achso, hier hatten wir, glaube ich, aus Versehen mal einen Sofortbau gemacht. Na gut, das kann passieren. So, hier ist inzwischen auch voll bezogen. Aber die Leute... Den fehlt natürlich auch hier Infrastruktur. Ja, es sind so die Übergangsproblemchen, würde ich mal sagen, ne? Immerhin, Feuerwehr, da wird gearbeitet. So weit, so gut. Okay, nutzen wir die Zeit, um weiter hier unsere Studentenwohnheime voll zu bekommen. Ich würde sagen, Leipzig machen wir nicht, weil Leipzig hat selber eine große Universität. Da ist es kein Thema. Dann würde ich sagen, ist das nächste Wohnheim, Studentenwohnheimhaus Neulandenburg. Da holen wir als nächstes unsere Studenten her. So, hier haben wir relativ einheitliche Mietshäuser mit jeweils 182 Bewohnern. Gucken wir mal, wie viele von dort jetzt hier einziehen werden. Warte mal. Was passiert hier gerade? Ah, so. Das war Nummer 1. Ich glaube, ich klicke dann aus Versehen immer auf den hinteren oder so. Ist so ein bisschen ein Interface-Bug. Okay, ist voll. Voll, voll. Hier sind noch ein paar Restplätze. Dann haben wir auch das jetzt belegt und wir schauen kurz hier mal rein. Ja, Studentenauditorium füllt sich langsam. Sieht doch ganz solide aus. Sehr schön. Okay. Ich würde sagen, dann verlassen wir jetzt erstmal Potsdam. Wir werden aber jetzt regelmäßig den Ort hier im Blick behalten. Und schauen, wie es da aussieht, was gibt es für Probleme und so weiter. Das ist jetzt schon ein heikler Punkt, aber wir kommen jetzt langsam so ein bisschen zu nachholenden Verschönerungen und damit starte ich mal in Neuerswerda. Als erstes will ich mal gucken, gibt es noch Fußwege, die wir noch auf den absolut neuesten Stand bringen sollten? Da war einer, das mache ich im Sofortbau, genau. Alles, was grün auftaucht,
hatte noch nicht die modernste Fußgängertechnik. Da ist aber ganz offensichtlich nicht so viel gewesen. Sehr schön. Das nächste, was ich checke, ist Asphaltstraßen mit Straßenlaternen und Gehwegen. Der Hintergrund ist, wir sind expandiert hier. Die Stadt ist größer geworden und insofern ist hier und da fraglich, ob überall die Straßen modern sind. Aber das sieht hier ziemlich gut aus. Ich sag mal, hier im Außenbereich, im Industrieviertel, werde ich das nicht machen. Aber im innerstädtischen Bereich sollte das sein. Das ist hier auch okay. Das scheinen wir schon mal gut gemacht zu haben. Allerdings frage ich mich, sind die Laternen hier ausgeschaltet hier hinten? Kommt hier kein Strom an? Gibt es hier Probleme oder was? Warum leuchtet das hier nicht? Wartet mal. 37%, das ist kein Problem. Es könnte natürlich sein, dass hier kein Umspannwerk direkt in der Nähe ist. Aber doch ist es eigentlich. Ist ja ein bisschen ulkig. Kann ich mir tatsächlich nicht so richtig erklären. Das hier sieht übrigens hässlich aus. Wie können wir das noch ersetzen? Ich mache, glaube ich, mal hier einfach im Sofortbau eine Kiesstraße zumindest aus. Wobei der Übergang sieht immer noch ziemlich hässlich aus. Machen wir eine Asphaltstraße. Zumindest bis hier. Dann geht das, der Rest... Na gut, jetzt haben wir einmal mit Kiesstraßen angefangen. Verändern wir das bis hier auch nochmal. Okay. Also das bleibt mir jetzt hier ein kleines Rätsel, warum hier diese Straßenbeleuchtung nicht funktioniert und im Rest ohne Flackern einwandfrei. Was wir jetzt machen ist, wir schauen uns an, wir haben zwar überall die neuen Straßen mit Beleuchtung, aber wir haben die Alleebäume noch nicht gepflanzt und das sollten wir ergänzen. Und ich denke, warte mal, habe ich hier oben vielleicht das schon mal vorbereitet? Irgendwo? Nee, das sind alles veraltete Geschichten. Na komm, dann nehme ich es erstmal hier unten raus. Wir werden, ich glaube, wir haben immer Buchen genommen. Wir werden die Alleen ein bisschen weiter ausbauen. Das ist jetzt so eine... Ich glaube, wir können es noch kleiner machen. Eine ziemliche Fleißarbeit. So, das sind jetzt die Geschichten, von denen ich gesprochen habe. Weise bisher nicht im Let's Play gemacht habe. Aber, naja, weil wir jetzt alle so ein bisschen auf Potsdam warten, ist jetzt vielleicht der Moment. So, hier hinten nicht ganz passend. Machen wir das hier weiter. Das ist ja auch schon ziemlich innerstädtisch noch. Wobei, ich sag mal, in diesen Wohnvierteln, da kann man dann gut noch ein paar Büsche pflanzen. Aber hier passt das sehr gut hin, wie ich finde. Man darf es auch nicht zu dicht machen. In ein, zwei Städten stehen die Bäume etwas eng, das sieht ein bisschen komisch aus. Die werden natürlich noch größer, ne? Also nicht, dass ihr euch wundert, die wachsen noch. So, hier haben wir schon Bäume. Dann machen wir hier am Stadion durch das nochmal weiter. Also Alleebäume jetzt in den Industriegebieten will ich sie eigentlich nicht haben.
Richtige Alleen sind das auch nur so halb, weil ich das auch, wie ihr seht, relativ unregelmäßig setze. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Definition einer Allee so ist, dass die Bäume sich auf beiden Seiten gegenüberstehen müssen. Oder ob es einfach reicht, dass Bäume am Straßenrand stehen. Vermutlich ist letzteres der Fall. So, hier haben wir schon ein paar Büsche. Aber ich setze hier ruhig noch ein paar Bäume mit rein. Meine Güte, hier ist ja wirklich... Wir haben ja hier wirklich expandiert auch über die Zeit. Ja, hier ist ja noch der Tierpark. So, das ist völlig okay, denke ich. Wir machen erstmal, wie soll ich sagen, wir machen die Straßen erstmal in die Richtung und dann checken wir die anderen Richtungen, würde ich sagen. Das heißt, hier gehen wir mal ganz zurück. Hier links waren wir noch nicht fertig. Hier sind durch diverse Baumaßnahmen die Bäume abgeholzt worden. Da kann man im Zweifel nochmal nachpflanzen jetzt. Und hier sind wir schon im Erweiterungsgebiet. Da passt nichts. Okay, hier eine Schräge scheint es auch irgendwie nicht zu funktionieren. Da müssen wir dann nochmal mit Büschen nachhelfen, wie mir scheint. So. Dann gehen wir nochmal weiter zurück. Das haben wir. Die Magistrale. Hier. Ist auch irgendwie viel weggekommen. Ja, allein diese Geschichten hier, Mülltonnen setzen und so, da ist dann halt drumherum irgendwas eingeebnet worden und dann waren die Bäume plötzlich weg. Das holen wir alles jetzt nach. Hier scheint nichts hinzupassen. Komischerweise. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass hier wirklich so viel Nachholbedarf ist. So, ich denke, weiter machen wir das dann aber auch hier nicht. Wir gehen noch ein bisschen runter und schauen uns das hier an. Auch hier ist reichlich zu tun. Hier hatten wir Neubauten. Mhm. So, und warum nicht hier den Leuten auch Bäume gönnen? Das wertet deren Lebensraum doch auch nochmal ordentlich auf. So. Okay. Sind wir hier komplett durch? Ja, sind wir. Genau, dann gucken wir hier hinten nochmal. Genau, das ist ja auch
noch so einen Wohnbereich hier. So, dann sind wir die Achsen, glaube ich, durchgegangen. Dann gehen wir mal jetzt in der anderen Richtung ein bisschen systematisch durch. Hier haben wir das schon gemacht. In den Arbeitsbereichen will ich es nicht tun. Hier kann man noch was machen. Okay, da waren wir schon unterwegs. So, ah, schaut mal hier. Hier passt es nicht. Okay. So, hier ist es machbar. Da auch. Dann haben wir hier Querstraßen. So, bis zum Stadion können wir eigentlich auch mal was machen. Völlig in Ordnung. Wir gehen hier zurück. Das ist auch noch ein legitimer Bereich, würde ich sagen. Na, das ist schon eine enorme Aufwertung für die Stadt, denke ich mal. Das wird das Stadtbild, Stadtklima doch, denke ich, zum Positiven verändern. Das sind jetzt ein bisschen viele, egal. So, da kann auch noch eine hin. Und ja, das ist eigentlich nur noch Zulieferung, aber gut, hier sind viele Leute unterwegs. Ihr seht es. Platzieren wir da auch noch ein paar Bäumchen. Okay, ich denke, damit haben wir es. Zu guter Letzt werde ich noch Büsche ein bisschen verteilen. In so Innenhofbereiche. Hier zum Beispiel. Auch die werden dann noch ein bisschen wachsen. So dass das alles hier ein bisschen freundlicher aussieht. Okay. Man sieht es jetzt nicht, dass da überhaupt was passiert. Aber glaubt mir, da passiert was. Gerade im Dunkeln wahrscheinlich jetzt besonders schwer zu erkennen. Ich hoffe nur, dass tatsächlich nicht zu viel passiert. Aber die Büsche sind relativ dezent, wie ich finde. Gut. Damit haben wir Neueswerda jetzt erstmal ein bisschen schöner gemacht. Wir können auf jeden Fall hier nochmal zurückkehren, in ein paar Monaten, wenn die Bäume gewachsen sind. Und wir sehen, wir haben einen ersten Bau beendet, der interessant ist, nämlich das Einkaufszentrum hier. Hier kann es jetzt losgehen. Aber, liebe Leute, damit befassen wir uns dann das nächste Mal. Da gucken wir wieder in Potsdam vorbei, was hier so los ist, wie die Baustellen laufen. Und. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.